Hallo liebe Filmfreunde und willkommen zu einem neuen Steelbook Unboxing von The Dark Tower, auf Deutsch Der Dunkle Turm, eine Stephen King Verfilmung, der ja eigentlich so auf drei Filme hätte kommen sollen, aber ja, da der leider verkackt hat in den USA, in den Kinos, also miserable Einspielergebnisse eingebracht hat, wird da leider draus nichts mehr. Aber gut, Stephen King hat trotzdem sein Geld verdient. Vor allem mit S letzten Jahres, also 2017. Und da wird es auf jeden Fall dann 2019 die Fortsetzung geben. Ja, wir haben hier Der Dunkle Turm in Projekt Pop Art. Manche finden ja... Manche finden ja die Pop-Arts nicht so toll. Ich finde sie eigentlich ganz gut. Weiß nicht, was meisten davon schlecht finden. Aber ich finde die Pop-Arts eigentlich richtig gut. Finde die jetzt nicht so schlecht. Oh, schon wieder. So, das Frontcover sieht auf jeden Fall schon mal cool aus. Dann schauen wir uns mal diesen Flyerchen hier an. Haben wir ein Bild mit dem Inhalt drunter. Dann haben wir die Bonusmaterialien. Dann haben wir eine Lauflänge von 95 Minuten. Ein bisschen wenig. Für einen Stephen King Film, würde ich jetzt mal sagen. Und er kommt in ein Tonformat mit 5.1 DTS HDMA. Genau. Schauen wir uns mal das Steelbook an. Also ich finde das eigentlich relativ cool, wie das gezeichnet wurde. Echt geil. Mit dem Idris Elba hier vorne drauf. Dann mit seiner Waffe. Sieht echt geil aus. So, dann am Bein haben wir den Schriftzug The Dark Tower. Dann das Firmenlogo Sony Pictures. Ja, und dann hinten haben wir Matthew McConaughey drauf. Auch wieder cool gezeichnet. Ist mal fast das gleiche, ne? Ah ne, das ist ein anderer Tower als hier hinten drauf. Okay. So sieht es dann im vollen Umfang aus. So. Ja gut, okay, was halt bei den Pop-Arts dann immer ist, jetzt schauen wir uns das mal an, der dunkle Turm. Was halt bei den Pop-Arts ist, das Negativste, dass kein Innendruck es gibt, ja. Das ist eigentlich das einzige Negative, was ich dazu sagen kann, zu den Pop-Arts. Aber ansonsten gefallen sie mir. Also ich kann dazu nichts sagen. Und ich glaube, es gab auch wieder verschiedene Steelbooks, ne? Aber ja, also ich finde es nicht schlecht. Gut, Innendruck hätte, ja, aber naja. Hauptsache von außen sieht es auf jeden Fall cool aus und ja. Das macht auf jeden Fall was her, das Steelbook. Gefällt mir auf jeden Fall. Und ja, ich bin gespannt auf diesen Film. Idris Elba geht eigentlich immer und Matthew McConaughey eigentlich ja auch. Und ja, bin da echt gespannt, woran es lag. Warum da viele nicht so reingestürmt sind in die Kinos. Aber naja, müssen wir mal schauen, ne? So, dann war's das jetzt von diesem Steelbook-Unboxing. Wenn das Video euch gefallen hat, macht einen Daumen nach oben und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin sage ich, bleibt dran, bis dann, euer Steffo. Ciao, ciao.